Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Destiny 2 Video beim Yves-Kanal. Und heute haben wir ein Token-Opening für euch, also ein Engramm-Opening. Und wie ihr wisst, habe ich ja diese Woche eben sehr viel zum Farmen bei den Fraktionskämpfen. Deswegen öffnen wir direkt einmal hier die Pakete. Wie ihr wisst, sind ja nur 30 Pakete eben die Fraktionen limitiert. Das bedeutet, wir werden ein paar Ruf-Token eben hier übrig lassen. Und dann fangen wir direkt einmal an mit dem ersten Engramm. Drei Gräber. Das Impulsgewehr habe ich noch nicht gespielt, werde ich mir aber gleich hier saven, damit ich es dann einmal ausprobieren kann. Dann haben wir hier das nächste, da haben wir die Handschuhe, dann haben wir die Shotgun bekommen, das hier Buch der, okay, welches ist jetzt von die zwei, ich glaube, die Anti-Vernichtungspanzerhandschuhe sind die vom Toten Orbit. Dann haben wir hier die Shotgun. Die tue ich gleich auch einmal einen Haken drauf machen. Damit ich es nicht unersichtlich wieder zerstöre. Dann haben wir noch eine Shotgun und das düsteres Versprechen. Habe ich aber schon. Dann haben wir hier. Das ist aber keiner vom Toten Orbit, oder? Nö, sieht sehr danach aus, dass es keine vom Toten Orbit ist. Das ist die düster Versprechen, die tue ich auch noch saven. Dann haben wir das hier, dann haben wir Mac. Dann haben wir Schwerkraft Zwille, ist die von Toten Orbit. Blitz und Donner können wir zerlegen und die haben wir auch schon zweimal, passt. Ich wäre halt extrem gerne für Rüstungsteile. Oh, Horfern Shotgun habe ich schon, können wir zerlegen. Und es sind die Anti-Vernichtungspanzerhandschuhe. Okay, dann haben wir jetzt die Panzerhandschuhe und den Helm. Das heißt, den hier kann man löschen. Oh, sieht schon cool aus. Und mit dieser kleinen Antenne hier neben dem Kopf. Dann machen wir direkt weiter. Dann haben wir hier wieder das Impulsgewehr und eine Handcannon. Dann wieder die Shotgun. Dann wieder die Shotgun und ein Granatwerfer. Okay, jetzt kann ich langsam hier die zerlegen. Dann haben wir hier wieder das Impulsgewehr, kann ich auch zerlegen. So, dann geht's weiter mit dem Opening. Dann haben wir Bitterrüstung. 5 vor 12 die Pistole. Okay, habe ich noch nicht. Dann haben wir nochmal die Handschuhe. Ach, die nicht. Ich brauche die Handschuhe nicht noch einmal. Erwartet. Okay, die hat eine Mod oben. Natürlich nehmen wir die, wo der Mod oben ist. Dann haben wir hier die Pistole. Das heißt, jo, wir haben fast alles von der Rüstung. Okay, schon wieder die Handschuhe. Und bis der Witwe ist doch Negativraum. Okay, ich kenne das Schwert nicht. Und ist bis der Witwe eine vom Toten Orbit? Ich glaube nicht. Deswegen gleich mal hier zerlegen. Oder warte, wir können ja nachschauen. Ich bin ja ein Idiot, man kann ja nachschauen, welche vom Toten Orbit sind, wenn man es auf das Engramm geht. Okay, ich habe schon alle, die man von Toten Orbit bekommen kann. Also das heißt, wir gehen jetzt nur mehr auf die Rüstung. 5 vor 12 haben wir schon. 5 vor 12 haben wir schon. Die Handschuhe haben wir auch schon. Die Impulsgewehr haben wir auch schon. Das Impulsgewehr noch einmal. Die Pistole noch einmal. Den Helm noch einmal. So, das heißt, ich kann jetzt mal die Impulsgewehr löschen, damit nicht alles direkt in die Poststelle kommt. So, dann können wir die hier zerstören. Den Helm haben wir. Geben wir den mit. Okay, nein. Dann geben wir das hier weg. Den Brustpanzer hier brauchen wir auch nicht. So, dann machen wir weiter. Ach, wieder der Helm. Okay, das Impulsgewehr wieder. 5 vor 12 haben wir schon. Und irgendwelche Beine. Das Titanzeichen. Okay, cool.
Wie schaut denn das aus? Oh, das sieht geil aus. Das sieht fast so aus wie eins aus Jahr 1. Das war sehr, sehr... Aus Destiny 1, Jahr 1, das war sehr ähnlich. Dann haben wir hier... Warte, wie heißen die nochmal? Vernichtungshelm. Nein, da haben wir keine von die Stiefel. Das heißt, wir können die zerlegen. Noch kurz rüber hier, das Scharfschützengewehr können wir zerlegen und das Impulsgewehr können wir hier nochmal zerlegen. Dann geht's weiter. Ach, wieder die Handschuhe. Okay, Shotgun, Impuls, wieder die Pistole. Dann wieder die Shotgun. Nochmal das Titanzeichen, okay, brauchen wir aber nicht. Wieder die Impuls. Und das war's. Wir kriegen jetzt nur mehr Shade. Das heißt, wir haben 30 erreicht. Wir sind circa jetzt bei 31. Und das war eben unsere Ausbeute. Wir haben genug Waffen bekommen, das auf jeden Fall. Und, warte, hier zerlege ich das nochmal. Wir haben auf jeden Fall genug Waffen bekommen. Dann haben wir auch bekommen das Titanzeichen hier. Dann sperre ich das auch hier, den Titanzeichen. Zerstörungskomplex ist nicht die. Das heißt, wir haben bekommen die Handschuhe, den Helm und das Titanenabzeichen vom Toten Orbit. Und so sieht das circa aus. So sieht der Titan aus mit der fast kompletten Rüstung und natürlich mit allen Waffen, die diese Woche eben verfügbar sind. Und wenn wir gewinnen eben das Rennen, können wir uns hier diese Waffe eben auch abholen. Das ist ein Scout-Gewehr vom Toten Orbit und ich bin schon ganz gespannt, wie das zum Spielen sein wird. So geht es, war es eigentlich mit diesem kleinen Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein bisschen, ja, halt Token sammeln und dann eben aufmachen. Ich habe mich extrem auf die Rüstung gefreut und vor allem auf die Shader. Die Shader sehen so aus. Schicksal des Toten Orbits und Toter Orbit Tarnung. Und vermutlich wird das hier sein, die ein bisschen besser ist. Warte, wir können uns das noch kurz auf die Waffen anschauen. Hier haben wir einmal vom Toten Orbit. Und dann haben wir nochmal vom Toten Orbit. Das mit dem Schicksal des Todes sieht einfach dann neu aus. Das sieht nicht so abgenutzt aus. Das ist einfach kräftige Farbe. Und die werde ich mir auch sicher hier drauf tun. Auf das Impuls. So, okay, das war's mit diesem Video. Danke fürs Zusehen. Und welche Fraktion habt ihr euch angeschlossen? Schreibt es mir bitte runter in die Kommentare. So, okay, das war's schon wieder. Danke. Ciao und tschüss. Euer Schausex.